meine Lieben, hier ist wieder Carly S. Von Kreatives Leben und heute will ich wieder ein Tutorial machen, wie man einfach und schnell ein Journal selber herstellen kann. Und diesmal möchte ich ein sogenanntes Letter Journal erstellen. Ein Letter Journal ist ein Journal, das Platz hat in einem normalen Kuvert und das dann auch rumgereicht wird. Ich zeige nachher am Ende ein Beispiel, damit ihr euch was vorstellen könnt. Was brauche ich dazu? Ich brauche eine Nähmaschine, das zeige ich euch später, und Papier. Hier habe ich braunes Papier, ich hatte Lust auf braunes Papier diesmal. Das ist ein bisschen fester, das seht ihr auch. Das hat, glaube ich, so 190 Gramm pro Quadratmeter als Grammatur. Und das ist eigentlich ganz dünnes Papier und das hat 80 Gramm pro Quadratmeter. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich eigentlich immer eine Fürsprecherin bin, dass man festeres Papier nimmt, weil man doch sehr viel mit Wasser arbeitet und das Papier, also nicht jedes Papier, gleich gut damit umgehen kann. Aber da es ein Letter Journal ist und eben in einem Kuvert reinpassen muss und auch mit Post dann weitergeschickt wird, ist das Ziel hier eher, nicht zu viel Gewicht auf die Waage zu bringen. Also deshalb hier meine Entscheidung. Ich habe vier Stück gemacht. Wir werden, glaube ich, 5 bis 6 Leute sein, die an diesem Letter Journal arbeiten. Und das Ziel ist, dass jede Person zumindest eine Seite hat. So, das ist jetzt mal, was ihr braucht. Und natürlich werdet ihr einen Faden brauchen und das zeige ich euch dann bei der Nähmaschine. So, ich werde jetzt einfach mal verschiedene Strukturen hier rein nähen. Also hier geht es mir mehr darum, das Papier einfach ein bisschen genähtem zu verschönern. Und ich lege mal los und werde wahrscheinlich auch während der Zeit nicht so viel sagen. So, ich habe hier ein bisschen zugenäht und habe hier so was zum Einschieben gemacht und dann hier noch verschiedene Linien gemacht. Das schneide ich doch alles nochmal zu. Hier habe ich noch eine Klappe gemacht, damit jemand mehr Raum hat zum Malen. Und das ist mein Karton. Ich habe jetzt einfach mal alles aufeinander gelegt und was wichtig ist, ist, dass vor allem die Klappe, die ich mir da gemacht habe, dass die bündig ist. Und ich werde schauen, ob ich eine Klemme finde. Ja, ich habe in meiner, ich habe sogar zwei kleine, das reicht. In meiner Magic-Schublade habe ich was gefunden. Hier lege ich das mal zusammen, damit sich das nicht mehr bewegt. Und was ich jetzt machen werde, ist mal zuzumessen. Und zwar habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht? Ich habe einen Fehler gemacht. Die rechte Seite bleibt zu und hier werde ich zuschneiden. Also muss die Klappe genau auf der anderen Seite sein. Das mache ich mal so, lege es nochmal hin, mache es bündig an diese Ecke. Also an diese Ecke, die sich, die bleibt, die nicht zugeschnitten wird. Die werde ich jetzt zusammen nehmen. Ich hoffe, ihr seht das gut. Das ist ja nicht unser üblicher Winkel. Ich werde nachher beim Zuschneiden wieder von oben fotografieren. Aber da ich ja wieder zunehmen werde, habe ich gedacht, lohnt sich das nicht, wieder oben zu machen, die Kamera oben anzubringen. So, also ich werde hier zuschneiden. Das heißt, von hier aus messe ich jetzt ungefähr 10 cm, also nicht ungefähr, sondern genau 10 cm. Ich werde hier nochmal genau 10 cm messen. Und vielleicht hier nochmal. Dann habe ich 3 Punkte. Dann kann ich da mal hier die Linie zum Nähen benutzen. Vielleicht messe ich da auch hier 10 cm, auch wenn es wegen den Klemmen schwer ist.
Gut, also ich werde hier dann entlang dieser Punkte nähen, zunähen. Und dann habe ich eigentlich schon mein kleines Journal, das muss ich dann noch zuschneiden, damit eben das, was zu viel ist, wegkommt. Was jetzt auch noch passiert ist, bei meiner Nähmaschine kommt jetzt einen anderen Faden rein, weil dieser Goldfaden ist zwar schön, aber ich finde den eigentlich nicht sehr stabil. Und vor allem, ich hatte doch ein bisschen meinen Kampf mit ihm. Der Faden und ich haben uns nicht wirklich gut verstanden. So, ich suche jetzt nochmal die kleine Spule, die da reinkommt, und melde mich dann wieder. So, jetzt geht es wieder ums Nähen. Ich habe einen anderen Faden reingegeben, also einen Baumwollfaden, und ich habe auch die Spannung ein bisschen verändert, weil die Spannung war vorher ein bisschen anders eingestellt, weil der Faden auch ganz anders war oder anders ist als diese Goldfaden. So, jetzt gehe ich ein bisschen rückwärts, damit das auch gut hält. Und was ich nicht gemacht habe, was ich vielleicht auch so tun könnte, ist zu wissen, wo ich ungefähr dann aufhören muss. Hier. Okay. Nur, dass ich weiß, wann ich rückwärts gehen soll. So. Und dann kann es schon losgehen. Ich gehe mal einfach gemütlich. Das war es eigentlich schon mit dem Nähen. Ich schaue, wie dann die Naht ist. Viel besser als beim Goldfaden. Also so, wie es sich gehört. So, ich lege mal die Waschmaschine, wollte ich schon sagen, die Nähmaschine weg. Und dann schneide ich noch zu und mache noch die letzten Schritte als Vorbereitung, damit dieses Letter Journal dann weggehen kann und abgeschickt werden kann. Also, bis später. So, ich habe mein... So, ich habe mein Schneidebrett jetzt bereit und ich werde jetzt einfach mal bei 20 cm alles abschneiden, damit das ein Recht, also ein Quadrat wird. Also hier 20 cm, schneide ich der Herz zu, und das gleiche muss ich jetzt auch hier tun. Da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen nachkorrigieren, weil eigentlich... Ja, nee, passt sehr gut. Dann schneide ich hier zu. So, ich muss jetzt noch die Goldfäden noch alle ein bisschen zuschneiden, aber ich glaube, das Prinzip ist allen klar. Hier muss ich vielleicht auch ein bisschen zuschneiden. Ist nicht genau gerade geworden. Ah, das ist jetzt doof. Mache ich aber schnell. Ich muss aufpassen, dass ich meine Klappe nicht umschneide, aber wahrscheinlich ist es... Ups. So, und jetzt hoffe ich, dass ich die Klappe nicht zu, geschnitten habe. Ja, habe ich doch geschafft. Mach nichts, mach mal ohne. Ich wollte es zu knapp machen, damit das auch schön aussieht. Also so sieht das aus. Es ist eigentlich ein normales Art Journal, dass man jetzt auch bemalen kann. Wie gesagt, ich werde euch das Endprodukt dann auch fotografieren, damit ihr ein paar Sachen seht. Die Fäden jetzt hängen alle raus. Es sieht jetzt noch nicht schön aus. Aber ich denke, das ist eine tolle Basis für meine Kollegen und Kolleginnen, wenn die das bekommen. Also, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr meinen Channel abonniert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich bin fertig. Und ich habe hier ein altes, also ein Letter Journal, das schon durch die Welt gezogen ist sozusagen. Ich mache da kein richtiges Flip-Through, aber ist einfach, um zu zeigen, diese verschiedenen Personen haben mir beigetragen, dass das ein tolles Journal geworden ist.
Und jetzt passiert das Gleiche mit diesem Journal. Das heißt, hier ist es noch leer. Ich habe lediglich hier die Namen der Teilnehmerinnen aufgeschrieben und das bekommen die. Und diese Vorstrukturen, die ich geschaffen habe mit der Nähmaschine, sollen eine Basis schaffen, damit die was zu tun haben. Hier seht ihr, wie ich genäht habe. Bei diesem zum Beispiel habe ich das einfach angenäht. Das ist viel leichter. Wo ist das? Man sieht es gar nicht. Ah, weil sie wahrscheinlich einfach drüber gegangen ist mit dem eigenen Papier. Aber darunter sind zwei Fäden. Ah doch, das sieht man es ein bisschen. Während hier habe ich einfach durchgenäht. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten und das ist ja auch das Ziel, dass ihr inspiriert werdet. Und es wäre natürlich schön gewesen, wenn hier eine Klappe gewesen wäre. Ich war wieder mal zu schnell, aber ich glaube, dass da eine tolle Basis für meine Kollegin geschaffen worden ist. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war so ein Postskriptum, wie es so schön heißt. Tschüss!